Selfio. Do it yourself, aber do it richtig. Hallo liebe Heimwerker und Selberbauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Selfio TV. Heute befassen wir uns nochmal mit einem Thema aus dem Bereich der Fußbodenheizung. Jedes Jahr zu Beginn der Heizperiode kommt es in vielen Haushalten zum gleichen Problem. Die Heizungsanlage wird eingeschaltet, der Raumthermostat auf einen behaglichen Wert eingestellt und nichts passiert. Die Fußbodenheizung bleibt kalt. Ein häufiger Grund dafür besteht darin, dass der Stellmotor, der das Heizkreisventil öffnet und den Durchfluss freigibt, das Jahr nicht unbeschadet überstanden hat und ausgetauscht werden muss. Jetzt ist allerdings Eile geboten, wenn man nicht im Kalten sitzen möchte. Aber wo bekommt man den passenden Stellmotor her? Die Heizungsanlage ist eventuell schon ein paar Jahre älter und der Stellmotor im Original nicht mehr erhältlich. Hier bietet die Firma Möhlenhoff mit ihrem Ventiladaptersystem eine sehr universelle Lösung an. Das Prinzip ist genial wie einfach. Ein Stellmotor, der mit unterschiedlichen Ventiladaptern auf nahezu jedem Heizkreisverteiler eingesetzt werden kann. Natürlich können Sie damit auch ältere, noch manuell geregelte Fußbodenheizungen auf ein modernes, elektronisch gesteuertes System umrüsten. Je nach Hersteller werden unterschiedliche Ventilformen eingesetzt. Um die verschiedenen Ventilformen zu normieren, hat Möhlenhoff das Ventiladaptersystem eingeführt. Durch Aufschrauben des Ventiladapters wird jeder Heizkreisverteiler für den Stellmotor gleich. Aber wie finde ich den passenden Ventiladapter für meinen Heizkreisverteiler heraus? Eine erste Möglichkeit besteht darin, über den Hersteller den richtigen Ventiladapter zu ermitteln. Man schaut also nach, wer den Heizkreisverteiler hergestellt hat und ermittelt dann über den Online-Konfigurator auf unserer Webseite den passenden Ventiladapter. Wenn Sie jedoch bereits auf der Produktseite des Stellantriebs sein sollten, dann können Sie auch direkt in der Ventilanpassungsliste, die Sie dort im Downloadbereich finden, nachsehen. Was aber, wenn der Hersteller nicht mit in der Liste aufgeführt ist oder sich kein Hersteller erkennen lässt? Häufig werden und wurden solche Bauteile mit den Namen und Logos der vertreibenden Firmen versehen und kein Hersteller ist mehr erkennbar. In diesem Falle müssen Sie das Ventil des Heizkreisverteilers vermessen und uns die Maße mitteilen, damit wir für Sie den passenden Ventiladapter ermitteln können. Und so gehen Sie vor. Laden Sie sich bitte die Datei Ermittlung Ventilanpassung neu von unserer Internetseite herunter. Sie finden diese im Downloadbereich der Produktseite des Stellantriebs Alpha 5. Darin finden Sie die von uns benötigten Maße des Heizkreisventils. Zur Erfassung der Maße eignet sich am besten ein Messschieber, im Volksmund auch Schieblehre genannt. Nehmen Sie nun den Messschieber und erfassen bitte folgende Maße: den Außendurchmesser des Außengewindes sowie die Steigung dieses Gewindes. Bei der Steigung des Gewindes handelt es sich um den Abstand von zwei Gewindegängen. Vermessen Sie nun die Sechskantmutter des Ventils. Ermitteln Sie hierbei sowohl die Schlüsselweite wie auch den Durchmesser der Mutter. Ebenso wird die Höhe der Mutter benötigt. Kommen wir nun zum Ventilstößel. Hier werden der Stößeldurchmesser benötigt, die Höhe des Stößels bei geöffnetem Ventil und die Höhe im geschlossenen Zustand. Wenn Sie alle Werte erfasst haben, tragen Sie diese bitte in das heruntergeladene Formular ein und senden uns das ausgefüllte Formular per E-Mail zurück. Wir werden dann die korrekte Ventilanpassung ermitteln und Ihnen per E-Mail mitteilen. So kommen Sie im Handumdrehen wieder zu warmen Füßen durch eine funktionierende Fußbodenheizung. So, und das war auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Machen Sie es gut, machen Sie es selbst. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Selfio.
Do it yourself, aber do it richtig.